Hallo, ich bin die Daniela von der Gaumenspielerei und ich habe gemeinsam mit Genuss Burgenland ein Weihnachtsdessert für euch kreiert und das werden wir uns heute anschauen und gemeinsam kochen. Und zwar ist es ein Weihnachtsbrownie mit einer Zimtcreme und einem Bratapfeltopping. Das werden wir jetzt gemeinsam zubereiten und als erstes schauen wir uns einmal die Zutaten an. Los geht's mit dem Brownie. Dafür brauchen wir Eier, Butter, eine dunkle Schokolade, ein bisschen Zucker und einen Vanillezucker, eine gemahlene Mandeln, ein Lebkuchengewürz, ein bisschen Milch, ein Stück Kürbis und einen Apfel und ein Mehl mit einem Backpulver. Zuerst müssen wir jetzt einmal die Schokolade schmelzen. Das tun wir über einem Wasserbad. Und während die Schokolade schmelzt, fangen wir mal zum Mixen an. So, wir mixen jetzt einmal alles zusammen und zwar als erstes kommt nochmal die Butter rein. Den mixen wir mit Zucker und Vanillezucker. Das wird jetzt kurz gemixt. Nur ganz kurz, bis es einfach ein bisschen schaumig ist. Dann schlagen wir die zwei Eier rein. Mixen das Ganze noch einmal kurz. Und jetzt kommen eigentlich auch schon alle restlichen Zutaten dazu. Wir geben die geriebenen Mandeln dazu. Wir geben das Lebkuchengewürz dazu. Wir geben die Spezialzutaten, damit das Ganze schön saftig ist, dazu. Und zwar ist das ein geriebener Kürbis und ein geriebener Apfel. Wir geben die Milch dazu. Und wir geben das Mehl dazu. Mixen das jetzt nochmal kurz durch und ganz zum Schluss kommt die Schokolade noch rein. So, ganz zum Schluss kommt die Schokolade noch rein. Geschmolzene. Dann ist der Teig für die Brownies auch schon fertig. So, wir füllen die jetzt in so kleine Gläser. Die habe ich schon vorbereitet. Das sind so 200 Milliliter einfach Marmeladengläser. Die sind mit ein bisschen Butter eingefettet. Da füllen wir das jetzt so drei Viertel ein. Und dann geht es auch schon ab in den Ofen. So, und das Ganze backt jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 Minuten. In der Zwischenzeit, während jetzt die Brownies backen, machen wir die Zimtcreme und als Topping den Bratapfel. Für die Zimtcreme brauchen wir Mascarpone, Schlagobers, ein bisschen Staubzucker, ein Zimt und ein bisschen Kardamom.
Und für den Bratapfel brauchen wir einen Apfel, eine Zimtstange und ein bisschen Rohrzucker. Für die Zimtcreme mischen wir jetzt einfach die Zutaten alle zusammen. Ich habe da den Schlag schon vorgemixt. Das geben wir jetzt einfach da rein. Wir geben die Mascarpone rein. Den Staubzucker. Und mixen das einmal kurz durch. Und dann geben wir noch Zimt und Kardamom rein und dann ist die Creme auch schon fertig. Und die stellen wir jetzt einfach inzwischen in den Kühlschrank. Für das Bratapfeltopping habe ich jetzt die Äpfel schon ganz klar gewürfelt. Die kommen jetzt da in einen Topf rein. Wir drehen das gleich mal relativ hoch auf. Dann kommt der Rohrzucker dazu und die Zimtstangen. Und dann wird das einfach mit dem Zucker karamellisiert. Wir schauen jetzt einmal kurz zu unseren Brownies. Die sind ja schon super schön aufgegangen. Ein paar Minuten brauchen sie noch und dann machen wir es fertig. Ein kleiner Küchentrick noch. Wir füllen jetzt die Creme in so einen Spritzsack rein. Ich habe da jetzt einen Einwegspritzsack und am leichtesten tut man sie, wenn man ein großes Glas nimmt. Die Dübel unten ein bisschen umbiegt, damit nicht die Creme schon rausrinnt. Und dann stülpt man das einfach in das Glas. Und dann kann man ohne Probleme und ohne viel Botzerei die Creme da einfüllen. So, und dann kann man das so schön nehmen. Dreht das einmal zu. Druckt vor und dann ist es schon bereit zum Füllen. Und jetzt nehmen wir gleich die Brownies aus dem Ofen. Die sind super schön aufgegangen. Perfekt. So, jetzt geben wir auf die fertigen Brownies die Creme drauf. Die spritzen wir einfach so drauf. So, auf jede ein bisschen was drauf. So. Dann geben wir noch den Bratapfel überall ein bisschen was drauf. Als Topping sozusagen. Und dann streuen wir noch ein bisschen Zimt drüber und es ist fertig. So, das ist jetzt unser Weihnachtsbrownie mit Zimtcreme und den Bratäpfeln. Und wer noch Inspiration sucht für das Weihnachtsmenü-Dessert, vielleicht ist ja das Richtige und ich koste es einfach einmal.